Leute, ich hab's gleich. Moment nur. Oh. So, das hätte ich schon mal geschafft. Hui, ganz schön hoch und ja, irgendwie auch ziemlich schmutzig hier. Naja, egal. Oh, ich setze mich mal besser, bevor ich hier gleich wieder absegle. Erstmal hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und ja, heute möchte ich euch diesen Kesselwagen vorstellen. Also ganz viel Spaß mit dem Video und ich gucke jetzt besser, dass ich hier wieder runterkomme, bevor noch irgendwie was passiert. Also dranbleiben. Puh. Leute, ey, da hat es ganz schön Mips gemacht gerade. Hatte ich echt Glück. Naja, ist ja nochmal gut gegangen und davon lassen wir uns jetzt auch nicht abhalten, sondern wir gucken uns jetzt hier dieses Schmuckstück ein bisschen genauer an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Da haben wir ihn, in voller Pracht, unseren Knickkesselwagen von der Firma Modellbahn Union in einer gealterten Ausführung. Und darauf möchte ich auch zuallererst eingehen, nämlich die Qualität der Alterung und die finde ich sagenhaft. Das Ding wirkt so realistisch, dass ich mir dachte, da muss ich doch mal aufklettern. Nee, Spaß, natürlich bitte nicht nachmachen. Ich will und möchte gar nicht allzu sehr auf die Kesselwagen eingehen, sondern vielmehr die Bilder für sich sprechen lassen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte oder muss. Und zwar zum einen, dass es sich bei jedem Knickkesselwagen um eine limitierte Auflage von nur 200 Stück handelt. Also wer da einen möchte, der sollte schnell zugreifen. Es wird immer wieder neue Modelle und Varianten geben, allerdings jedes Mal nur limitiert auf eine Stückzahl von 200. Ja, noch etwas Rangierpersonal und schon verstärkt das die ganze Wirkung nochmal enorm. Und ich muss sagen, was jetzt eigentlich nur noch fehlt für den Gesamteindruck, ist eine gealterte Lok. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wie die Kesselwagen gelagert wurden. Dazu blende ich euch jetzt ein kleines Video ein und hier kann man deutlich erkennen, wie sauber er hin und her wippt. Also das finde ich echt klasse gelöst. Auch noch zu erwähnen ist, dass es ja so gut wie gar keine Anbauteile gibt. Falls ihr jetzt also auch Interesse an einem dieser wunderschönen gealterten Knickkesselwagen bekommen habt, kein Problem, ihr findet wie immer den Produktlink in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses etwas andere Video gefallen hat und ihr weiterhin exklusive Modelle auf meinem Kanal vorgestellt haben wollt, dann zeigt es mir gerne durch einen Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal wieder. BIMUnity High Five!